Ja, ich war im Norden Italiens für 2 Wochen am Comer-See und habe das dort total genossen. Ich war schwimmen und habe die tolle Küche dort genossen. Und mein Dings war, ich wollte wie George Clooney dort wohnen und habe mir dann einiges angeschaut. Wie lebt der TV-Schauspieler, dieser Superstar aus Hollywood dort? Was macht er? Ich habe verschiedene Leute gefragt. Natürlich kannst du auch in den üblichen Medien recherchieren, wo geht er essen, was macht er. Und dann habe ich mir spaßeshalber einen Fahrer genommen. Und übrigens, George Clooney hat ja auch tolle Filme gemacht, Money Monsters. Hier spielt da Jim Cramer, den Fancy Clown, der bei CNBC jeden Tag seine Show hat, Mad Money. Und er hat einen Film gemacht, Money Monsters. Eben spielt der Jim Cramer, der dann entführt wird und erpresst wird von einem Zuschauer, der viel Geld verloren hatte und das wieder wettmachen wollte. Ja, also ich habe dann mir einen Fahrer genommen. Ich wollte mal so leben wie George Clooney. Und der Fahrer kann sogar sein, dass er auch George Clooney fährt. Ich glaube sogar sehr stark. Und das war irgendwie kultig. Ich wollte einfach mal so ausprobieren. Es war mal so ein Witz. Mal so einen Spaß gemacht und wir haben uns dann verschiedene Restaurants angeschaut, wo genau George Clooney hingeht. Aber er geht natürlich fein essen und für George Clooney ist das so, als ob du vielleicht Kebab isst irgendwo. Für mich war es natürlich schon viel, viel teurer und auch schwierig. Ich habe es mir mal lange überlegt, aber ich habe gedacht, Mensch, das ist mal ein Riesenspaß und leb mal wie George Clooney. Da waren wir hier in so einem Bergrestaurant mit einer tollen Aussicht und da geht eben sehr, sehr gerne George Clooney hin mit seiner Frau und dort war ich auch. Es war ein bisschen schwierig, die Reservierung zu bekommen und das Personal war ein bisschen, muss ich sagen, ein bisschen arrogant. Hier waren wir oft schwimmen in diesem Ort am Comer-See. Da hatten wir eine schöne Wohnung gehabt mit ganz, ganz vielen Fenstern und das gab es in diesem Restaurant oben auf dem Berg mit diesem tollen, tollen Ausblick. Schon fein, aber ein bisschen arrogant was. Das ist George Clooneys Haus. Das habe ich aufgenommen vom Wasser aus. Man kann da auch Touren buchen und so und sich das anschauen. Und das war so hier richtig aufregend. Das ist also George Clooneys Villa mit mehreren Nebengebäuden und so. Und da ist auch viel los. Die Leute gucken, die Touristen machen Aufnahmen, die gehen dorthin. Man kann also, wie gesagt, auch so Boote mieten, die dann nur dorthin fahren und da kann man sich dann die ganze Gegend anschauen. Er war 2 Monate dort, als ich auch dort war. Der ist aber dann abgereist nach Frankreich. Da hat er auch seine Villa und jetzt kam raus, er will seine Villa verkaufen, George Clooney, für 100 Millionen. Und es war ehemals im Besitz von der Heinz-Familie. Heinz kennt jeder aus dem Supermarkt, da ist jetzt Warren Buffett groß drin, aber die Heinz-Milliardärsfamilie, die hatte eben diese Villa früher mal im Besitz und George Clooney hat von der Heinz-Familie die Villa mal gekauft vor 20 Jahren für weniger als 10 Millionen und er will jetzt 100 Millionen. hier John Kerry, der ehemalige Außenminister mit Heinz Familienmitglied Theresa Heinz, die sind verheiratet. Und hey, aber ich war nicht nur luxuriös essen und so, ich war ganz einfach am Strand schwimmen, einfach so zwischen den Booten. Das war auch locker. Wir sind zum Lidl gegangen und haben alles gekocht in der Wohnung. Also das war nicht nur Luxus, das war auch ganz, ganz einfach und bescheiden, so wie ihr mich kennt. Das war einfach mal eine verrückte Idee, so zu leben, wie eben George Clooney. Wisst ihr, manchmal muss man auch mal verrückte Sachen machen, damit man auch wieder das einfache Leben genießt und merkt, das ist gar nicht so berauschend. Das war die Wohnung, die wir hatten. Schöne Küche, viele, viele Fenster und typisch so italienischer Stil, so mediterran. Ein paar Palmen, ein paar Obstbäume gab es dort. Und viel, also ganz, ganz toll, hat uns sehr gut gefallen. Ja, viel Platz hatten wir, großes Wohnzimmer, 2 Bäder, 2 Schlafzimmer im Endeffekt. Und es war aber ganz schön warm. Wir haben einfach die Fenster gekippt, gar nicht die Klimaanlage genutzt und alles so natürlich belassen, wie es war. Und wir waren auch Pizza essen für ganz normal, große Pizza für 9 Dollar. Also, und das hat auch gigantisch toll geschmeckt. Also ganz einfach, wir waren auch mit Arbeitern essen.
die in der Mittagspause eben dann Special Deals bekommen haben. Da waren wir natürlich auch. Hier nochmal ein anderes Restaurant, ein anderes Luxusrestaurant. Hier, also das war auch eine super Erfahrung. Und die haben auch einen Michelin-Stern. Das war gerade ums Eck von unserer Wohnung. Das haben wir uns auch angeschaut und da haben wir so eine Art Flat-Rate-Menü bekommen. Und das war auch lecker. George Clooney dürfte das auch sehr gut geschmeckt haben. Leute, auch eine tolle Erfahrung. Und warum auch nicht mal richtig mal leben, wie so uns da. Kann man sich mal gönnen, ausnahmsweise. Und wir hatten das ein paar Mal gemacht und so Sachen halt gegönnt. Und auch George Clooneys Putzfrau haben wir dann angeheuert. Einfach mal so aus Kultgründen. Ja, das war also dann hier ein tolles Menü mit mehreren Gängen und einschließlich ein leckerer Nachtisch. Das war total intensiv, der Geschmack. Und die haben da also toll gekocht, muss ich sagen. Das war richtig beeindruckend. Das war so eine Geschmacksexplosion. Also das ist also wirklich top Kochkunst. Und das würde ich jetzt empfehlen. Die waren auch gar nicht arrogant. Die waren sehr, sehr nett dort in dem Restaurant. Und hier seht ihr mein Depot, 2,2 Millionen. Obwohl es jetzt eine kleine Korrektur gab, läuft es weiter gut nach oben. Ich habe ja einige Ölwerte, sowas wie Chevron und Exxon und so. Die laufen ganz gut jetzt. Und meine Dividenden. Hier könnt ihr sehen, was ich an Dividenden bekomme. Also $3,200 im Schnitt pro Monat. Das ist ein ganz schönes Polster. Deswegen kann ich sagen, ich bin finanziell frei und kann mir auch mal so einen Spaß hier gönnen. Für 2 Wochen mal feines Essen und ein bisschen Luxus, aber auch ganz normal und bodenständig. Wie die Locals sind wir eben auch weggegangen und haben auch oft bei Lidl eingekauft. Wie gesagt, hier war ein anderes Restaurant direkt am Wasser gelegen, ein großes Hotel, ganz fein. Und das hatten wir uns im Grunde zum Abschluss gegönnt und haben gesagt, Mensch, da schauen wir uns das auch mal an. War lecker, war freundlich, hat Spaß gemacht, am Wasser zu sein und mal so richtig zu schlemmen, Leute. Kann man machen. Also das hat mir auch gut gefallen und die Leute habe ich ringsherum gehört und so. Das war mal interessant zu sehen. Jo, und dann geht es gleich weiter. Hier haben wir uns noch ein paar Villen angeschaut von Prominenten. Das hier ist eine Villa, die ist von einem Investor bewohnt worden. Da hatte einen Geheimausgang, der hat ständig in Angst gelebt, der war ein Superreicher. Der hat ein ehemaliges Kloster übernommen und hat dort gewohnt. Es war auch ein Mensch, der viele Expeditionen gemacht hat und verschiedene Bergketten begangen ist. Und er ist nur 60 Jahre alt geworden. Er ist dort auch beerdigt worden auf seinem Privatgelände hier, das dann in eine Stiftung überging. Und ein James-Bond-Film ist gemacht worden dort. Also das in dieser Villa, die kann man jetzt als besuchen. Das ist so eine Art Museum geworden. Man kann Leute feiern dort ihre Hochzeiten und die Stiftung verdient, glaube ich, ganz schön viel Geld mit. Hier ist aus dem James Bond Film ein kleiner Ausschnitt, den ich euch zeigen wollte von dieser großen Villenanlage. Und war auch schön dort zu sein. Total interessantes Leben von diesem italienischen Superreichen, der einst so einen Einzelhändler, einen großen Einzelhändler, ein Kaufhaus besessen hatte und das verkauft hat. Und dann ist er im Grunde im Geld geschwommen, hatte aber viel Angst, auch Bodyguards wie George Clooney, viele, viele Bodyguards. Wie gesagt, Notgänge hatte der, Notgeheimzimmer im Gebäude, dass er jederzeit zum Wasser hin fliehen konnte. Und also ein Leben in ständiger Angst. Das ist auch ziemlich gefährlich, prominent zu sein. Und das ist auch ein Grund, warum George Clooney dort wegziehen will vom Comasee. Zu viel Leute, die dorthin fahren und ihn auch wahrscheinlich belästigen. Das war also dieser reiche Investor in seiner Villa. So hat er gewohnt. Das ist noch alles erhalten worden. Ich habe diese Fotos dort gemacht und habe eine schöne Tour dort erlebt mit so einer Führung. Das war also gigantisch, wie der dort gelebt hat. Ähnlich eben wie George Clooney heute dort lebt. Also ganz fein und edel.
mit Zigarrenraum und so. Nochmal zu meinen Compoundern, die ich besitze. Ich bin ja auch ein Langfristinvestor. Mit Netflix habe ich einen tollen Compounder. Ich halte natürlich nach wie vor fest an meinen Dauerläufern. Microsoft, die zahlen auch eine Dividende, wird ständig nachgekauft bei mir im Depot. Apple, auch über die Dividende kaufe ich nach und stock die stetig auf. Natürlich in kleinen Schritten. Ich behalte die Aktien so lange wie nur möglich. Chevron ist auch ein schöner Compounder. Ist zwar jetzt der Kurs nicht so stark am explodieren, aber durch die Dividenden gibt mir das viel Geld. Wie gesagt, über 3.000 verdiene ich Dollar im Monat an Dividenden. Und Bank of America habe ich auch. Viele Dividenden gibt es dort. Ja, ich bin jetzt in der Schweiz in Zürich und habe den David getroffen. Und das ist mein neuer Sponsor. Magst du ein bisschen was erzählen von BX Swiss, was ihr macht? Wir sind eine voll regulierte Börse hier in der Schweiz, sind insbesondere bekannt dafür, dass wir sämtliche ausländische Titel auch in Schweizer Franken bei uns handeln. Das ist so der eine große Punkt. Und der zweite große Punkt ist sicher auch, dass wir viele strukturierte Produkte haben. Ähnlich wie es in Deutschland vielleicht auch bekannt ist, wie die EUVAX. So machen wir das hier ein bisschen in der Schweiz auch. Wir nennen das Segment DERIBX und wollen auch im strukturierten Produktemarkt hier in der Schweiz angreifen. Und bei den ausländischen Werten, was wird da am meisten gehandelt bei euch? Ja, natürlich auch die großen amerikanischen Titel. Dieses Jahr natürlich auch vermerkt die Tech-Werte, die insbesondere dieses Jahr gut gelaufen sind. Aber neben Tech auch, also auch Tesla, kann man auch zu den Tech-Werten zählen. Aber Tesla natürlich auch immer ein Fall, der sehr oft gehandelt wird, ein Titel bei uns. Okay, super. Vielen Dank, David. Gerne. Danke, dass du da bist. Ach so, dann sehen wir uns ja am 30. September. Da habt ihr mich eingeladen. Da habt ihr ein größeres Event hier. Die Blogger Lounge in Zürich. Genau. Da wollte ich meine Follower auch zu einladen. Kannst du noch was dazu erzählen? Ja, freut mich sehr, dass du auch im Gesicht der Blogger Lounge dieses Jahr bei uns wirst. Die Messe, das ist die Privatanlegermesse hier in Zürich, 30.09., einen Tag lang. Und wir veranstalten als BX auch dort die Blogger Lounge. Ist aber insgesamt eine Messe für Privatanleger. Sehr interessant, also auch vorbeikommen. Ja, genau, da lade ich ja auch meine Follower zu ein. Die können dann kostenlos dran teilnehmen und sich informieren, einen ganzen Tag lang. Nicht schlecht. Okay. Ja. Dankeschön für den Besuch. Danke auch. Hallo Janine und Max, ihr seid beide aus Deutschland unterwegs in New York, euch die Stadt anschauen. Was ich so toll fand, ihr spart ziemlich eifrig, so um die 50% Sparquote. Und du machst machst fast nur ETFs auf den S&P 500. Ja. Und mit der Sparquote ist das schwierig, so viel zu sparen, weil viele Leute sagen, Mensch, ich schaff's nicht. Und ich bin eigentlich eh relativ sparsam. Ich gebe nicht viel Geld für Klamotten aus oder für Reisen oder sowas, außer halt mal so Ausnahmen, die ich mir dann mal gönne. Aber sonst bin ich halt sehr sparsam und alles, was übrig bleibt, packe ich dahin. Machst du das per Sparplan automatisiert oder je nach Monat? Je nach Monat. Okay. Ich gucke dann, wie viel übrig ist und das packe ich dann dahin. Sehr gut. Ja. Und Max, du hast überwiegend Einzelaktien. Genau, richtig, ja. Auch so Blue Chips, ganz tolle Sachen, genau. Zum Beispiel, erzähl mal. Genau, ganz große Aktien wie zum Beispiel Apple, S&P Global sind meine größten Positionen, Louis Vuitton gehört dazu, Google gehört dazu, Microsoft, Union Pacific hier, die Eisenbahn aus dem Westen der USA. Überwiegend große, bekannte Unternehmen mit soliden Bilanzen. Und du machst dann Buy and Hold? Genau, richtig, genau. Ganz konservatives Buy and Hold, ja. Kein Trading, nein, gar nicht. Nee. Wie lange willst du die behalten? So lange wie es geht. Okay. Und ja. Du hast auch die Ratingagenturen? Genau, Moody's, S&P, Morningstar bzw. DBRS gehört dazu. Genau. Ja. Morningstar auch, ja, interessant. Genau, richtig. Morningstar hat DBRS gekauft vor einiger Zeit, vor 2-3 Jahren ungefähr. Ja, das ja. Ist die viertgrößte Ratingagentur, wenn ich mich nicht irre. Ja, neben Fitch dann, gell? Genau, neben Fitch. Genau. Die sind nicht börsennotiert, ja. Richtig, ja. Genau. Und da hast du im Grunde Monopol gekauft oder Oligopol, würde man sagen, weil es ja nur die gibt. Und im Prinzip sind es S&P, also Standard & Poor's und Moody's, die beiden großen. Dann eben Fitch als drittes und dann kommt, glaube ich, DBRS. Aber Moody's und Standard & Poor's teilen sich im Endeffekt den Markt. Und die Welt braucht auch immer mehr Finanzdienstleistungen und so, weil... Auf jeden Fall muss immer geratet werden, es ist streng reguliert. Ja, da haben die auf jeden Fall einige Vorteile. Gut. Ja. Nicht schlecht. Und wie machst du weiter? Hast du noch neue Aktien auf dem Schirm oder was sind deine nächsten? Aktuell nicht. Also im Endeffekt bespare ich die mal weiter. Ja. Und irgendwann kommt mit Sicherheit mal wieder was Neues. Aktuell leider nicht. Aber da wird auf jeden Fall wieder was kommen. Und dann fange ich da an zu sparen oder kaufe direkt eine größere Position. Mit Sparplänen? Mit Sparplänen auch, ja. Ah, okay, die automatisch. Ja. Genau. Gut, sehr gut. Okay, vielen Dank euch beiden. Viel Spaß in der... Danke. Danke.